Herzlich willkommen zu den Teams-Updates vom Monat Mai. Diesmal eine knackige Ausgabe. Es gibt genau drei Updates, aber die haben es in sich. Insbesondere Update Nummer 3 ist echt spannend für alle, die gerne Meetings absagen, aber irgendwie trotzdem gerne mit dabei bleiben. Wir starten mit Update Nummer 1 und das beschert uns das Ende vom alten Teams Client. Ihr wisst ja, das wurde vor kurzem umgestellt, man hatte den alten Teams Client, dann wurde der neue eingeführt und jetzt wird er abgekündigt. Ab Juli 2024 stellt Microsoft den Support vom alten Teams Client ein. Das heißt für euch im Unternehmen, ihr solltet dafür sorgen, dass alle auf dem neuen Teams Client seid, spätestens per dann. Das Update Nummer 2 beschert uns den neuen Planner in Teams. Das ist die komplett überarbeitete Planner Suite fürs To-Do-Management, aber auch bis hin zu recht ausgeklügeltem Break-Management ist da alles zu haben. Je nach Lizenz gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich empfehle allen, die irgendetwas mit Break-Management oder Aufgabenmanagement zu tun haben, das genauer anzuschauen. Das würde hier den Rahmen sprengen. Darum haben wir euch einen Blogbeitrag geschrieben, den verlinke ich hier unten. Könnt ihr euch einlesen oder vertiefen. Und wir veranstalten auch noch ein Webinar, wo ich da wirklich live in die Details eingehe mit meiner Kollegin Jasmin Rütter. Auch das ist hier unten als Link vorhanden. Meldet euch an. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Update Nummer 3, ein Paukenschlag für alle Meeting-Junkies unter uns. Und zwar besonders für diejenigen, die an einem Meeting eigentlich gar nicht teilnehmen wollen, aber trotzdem nicht absagen wollen und das nicht verpassen wollen. Und zwar geht das folgendermaßen. Ihr habt heute ja drei Möglichkeiten für eine Meeting-Antwort. Eine heißt Zusagen, ist klar, ist man dabei. Die zweite heißt Tentative, also quasi mit Vorbehalt. Das ist für die, die nicht so recht wissen, sehr unbeliebt übrigens unter den Meeting-Organisatorinnen und Organisatoren. Und Nummer 3, das Absagen. Ist klar, da bin ich weg, dann verschwindet das aus meinem Kalender. Und jetzt kommt die vierte Variante. Die vierte Variante ist das Follow, die Follow-Antwort. Und die Follow-Antwort ist eben so, dass das in meinem Kalender als frei markiert wird und ich alle Chats und all die ganze Meeting-Zusammenfassung und andere Dinge, die in diesem Meeting passieren, auf die kann ich zugreifen und trotzdem muss ich da quasi nicht teilnehmen. Und das Schöne daran ist eben auch, dass die Meeting-Organisatoren wissen, dass ich nur followe und eben nicht dabei sein werde. Eine interessante, spannende Variante, ich finde die ganz gut für alle Leute, die in dieser Zwischenvariante sind. Bin aber gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin ziemlich sicher, da gibt es geteilte Meinungen. Das waren die drei knackigen Updates vom Monat Mai. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht live an einem Webinar sehen oder wir sehen uns in der Ausgabe vom Juni.